So, herzlich willkommen zum neuen Video von Woma Adventure. Tja, diesmal sind wir noch kurz in Ungarn und dann geht's ab nach Serbien. Ein wunderbares Land und wir nehmen euch jetzt mit auf diese Reise, wie wir da Plätze anfahren und so weiter. Okay, dann geht's ab. Geht's dir gut, ja? Hasenbesuch. Das ist ein schöner Kerl. Aber nicht mal scheu. Hey. Also der Hase kommt uns immer wieder besuchen. Der ist überhaupt nicht scheu. Hey. Ja, also das war unser Übernachtungsplatz. Wunderbar. Und jetzt hat Angie aus dem Fenster gesprungen. Wahnsinn! Der Hase ist natürlich tausendmal schneller. Und tschüss. Ja. So, also, das war der Platz vom Übernachten. Und wir fahren jetzt weiter zum Hafen von Moak. So, der Platz war gleich nach Pix auf einem Ackerfeld, Zufahrt von hier, Piste ziemlich holprig, weiter oben Schlaglöcher, aber das gehört dazu. Sorry. So, wir sind an der Donau und jetzt geht's rüber mit der Fähre. Da drüben, vielleicht seht ihr es, der Sebastian mit seinem Vario. Wir haben ja zusammen eine Zeit lang am Vario gebaut, damals in Heubach. Etwa zwei Monate waren wir zusammen. War eine gute Zeit, ja, jetzt sehe ich ihn wieder. Hä? So, endlich geht's auf die Fähre.
So, wir fahren jetzt zur serbischen Grenze, dem Sebastian und der Eli hinterher. Und dann Grenzformalitäten und dann ab nach Serbien. Ein Storch da oben, vielleicht habt ihr es gesehen. Das zieht sich noch recht hin bis zur Grenze. Halbe Stunde sind wir schon am Fahren. So, wir sind am Zoll von Serbien. Das letzte Mal bin ich von Kroatien nach Serbien vor über 20 Jahren. Da standen sie noch mit Kalaschnikows am Zoll. 10 Fahrzeuge, hat über 8 Stunden gedauert. Das waren noch Zeiten. So, wir sind in Serbien. War ein bisschen Wartezeit, etwa eine knappe Stunde insgesamt. Vor allem im ungarischen Zoll bei der Ausreise und dann Serbien guckte, ja, da ging es eigentlich schnell. In Ungarn guckte noch einer in den Camper bei mir und bei Sebastian auch, ja. Aber ging alles gut, jetzt sind wir drin und jetzt reisen wir 70 Kilometer zur Donau. Da übernachten wir dann. Erstes größeres Dorf oder Stadt, wie auch immer, erreicht. Das heißt Sombor. Und jetzt fahren wir runter rechts zur Donau. So, hier ist die beste Straße auf einem Damm. Wir suchen jetzt ein Plätzchen zum Übernachten an der Donau. So, ich hoffe, wir finden hier ein Plätzchen. Wir schauen uns das immer auf Satellit an und werden wir jetzt gleich sehen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, der René, der möchte unbedingt die Seafront haben. Jetzt sind wir hier an der Donau und jetzt fährt erst der René runter und dann fährt der Sebastian auch noch. Und dann haben wir hier super Stellplatz ganz vorne am Wasser. So, tipptopp, hat alles geklappt. Perfekt. So, runtergefahren, ihr habt es gesehen, wir sind jetzt hier an der Donau.
da ist noch ein Nebenfluss und die Sonne geht gleich unter. Morgen muss ich da wieder hoch. Knapp raufgekommen. Die Speere war nicht drin wegen unten Kurve. Dann hat er angefangen zu hoppeln wie ein Hase. Ja gut, jetzt geht's weiter in die Stadt Novi Sad. Der Sebastian ist versteckt hinter der Staubwolke. Ich fahre mit ein bisschen Abstand. Leicht links abbiegen, dann links abbiegen. So, wir fahren da auf einem kleinen Sträßchen, 14 Kilometer bis zur Hauptstraße geht hin. Kleinen Vorort, Dorf, ich weiß nicht wie es heißt, trotzdem interessant. Karafukovo hieß das letzte Dorf und dieses heißt Hostsat. Nach 600 Metern. Ja, muss sagen, mir gefallen diese Länder, es ist alles so unkompliziert. Man kann überall stehen, die Leute sind freundlich. Ja, die Straßen sind soweit auch okay, ab und zu gibt es mal eine schlechtere, aber die meisten sind gut, die Nebenstraßen. Tja, immer noch unterwegs nach Novosad. So, jetzt geht's über diese schöne Donaubrücke. Mit EU-Zeichen, vielleicht hat die EU auch was gespendet. Die sind ja sowieso großzügig. Und dann werden wir da parken. Gleich links unten. Jetzt wieder Positionswechsel. Das ist hier eine Performance in der Kulturhauptstadt in Novi Sad. Jetzt nochmal ein Blick von Novi Sad über die Brücke hin zum Camper. Der steht da und wartet auf uns nach unserer Stadtbesichtigung. Schön war's. Ja, wo geht's nun als nächstes hin? Ich weiß auswendig auch nicht, wo morgen dann. So, das waren ein paar kleine Bilder von Novi Sad. Die anderen sind gestern in die Stadt und auf die Burg und ich bin bei den Campens geblieben. Und jetzt sind wir oberhalb, ein bisschen oberhalb der Stadt im Nationalpark Novi Sad und werden jetzt da ein bisschen rumtigern. So, wir sind jetzt zu einem Monastier, einem Kloster gefahren und gucken jetzt das erste an. Hier gibt es ganz feinen Honig und ja, hier seht ihr das Gebilde. Ein Kloster im Kloster. Hä?
So, das war jetzt in der Kirche. Und hier draußen schönes Wasserplätschern. Tja, aufwendig, das ist sehr intensiv teuer, das Ganze aufrecht zu erhalten, all diese Fresken, ihr habt es gesehen. Tja, gut, haben wir das auch gesehen. So, ich gehe wieder raus, ich habe es gesehen, die anderen sind noch drin, meine Hunde sind da unter dem Baum, weil die dürfen da nicht rein. Und die Camper stehen da oben. So, wir machen eine kleine Wanderung zum nächsten Kloster. So, wir sind eingetroffen im nächsten oberheiligen Ort. Richtig schön renoviert. Da muss man ja fast herkommen. Ja. So, die nächste orthodoxe Monastier. Die nächste Klosteranlage. Hey G! Jetzt kommt sie auch ins Kloster. So, ich bin jetzt im Innenhof des nächsten Klosters. Schön gemacht, hä? Absolute Stille. So, Ausgang, Hunde müssen draußen bleiben. Angie, die wartet da. So, wir sind auf dem Rückweg und auf der Nebenstraße hier bei einem pensionierten Menschen haben wir Tomaten und Zucchini gekauft. 2 Euro waren es für etwa 2,5 Kilo. Bei den Leuten kaufe ich am liebsten ein. Die kriegen es dann direkt Rentenzuschlag. So, unser nächster Platz. Wieder Offroad ein bisschen. Da runter. Oh, da hat es Mirabellen. Lecker. Also. Ich gehe, glaube ich, baden. Herrlich. Schöner Platz, ich gehe gleich baden gehen. So, das war unser letzter Platz. Gestern bin ich baden gegangen. Von da, der Staumauer, bis rüber auf die andere Seite, um wieder rauszukommen. Ja, hier haben wir eine Nacht übernachtet. Und jetzt geht's zum Wassertanken ins nächste Dorf. Ab und zu die Straße weg. Aber hier fängt sie wieder an. Muss man wieder mal Offroad fahren. So, Wassertanken, wie gesagt. Die App Maps.me zeigt die Wasser,
Trinkwasser eingeben in der Suche. Und das hat sogar gestummen. Ich bin jetzt da mitten im Dorf. Gibt es den Wasserhahn. Und jetzt tanke ich da. Ich bin immer noch im Wasser tanken und zufälligerweise fährt er da mit seinem Touareg vorbei. Wir haben uns getroffen in Spanien auf einer Finca und jetzt ist er da und ich auch und wir sehen uns wieder. Viertelstunde gequatscht, war interessant. Ja, interessanter Mensch, interessanter Job. Er ist hier, um eine Firma zu sanieren. So, das ist Belgrad. Wir sind auf der Stadtautobahn, die sollte Mautfrau sein. Und fahren jetzt durch Belgrad, durch, auf der anderen Seite wieder raus hoffentlich. Weil in der Hitze von 35 Grad macht es, glaube ich, keinen Spaß. So, schauen wir noch ein bisschen Belgrad an, so im Durchfahren. Andere Seite, Scheibe ist halt ein bisschen schmutzig. So, wir verfolgen einen Traktor. Ja, wir fahren jetzt, wir sind runter von der Autobahn, weil ab jetzt wäre es wieder kostenpflichtig und wir fahren jetzt an die Donau, ich wollte fast sagen an die Küste, aber nein, es ist die Donau. Es ist ja fast ein Meer, aber nicht ganz. Sieht ja fast aus wie ein Meer, aber es ist die Donau, ziemlich groß schon. Herrlicher Blick, he? Das müsst ihr jetzt reinziehen. Mitten in der Landschaft so viel Wasser. Nein, es ist kein See, es ist wirklich ein Fluss. Aber immer noch nicht der größte. So läuft es mit den Straßenköten, der andere ist angegriffen. Und jetzt ist das geklärt. Alles halb so schlimm. So, unser neuer Platz direkt an der Donau. Wunderschön, extrem breiter Fluss. Frachtschiffe. Wunderbar, Schlangen hat es auch da drin. Sieht man nur die Köpfe schwimmen. So, das war es wieder von mir, von uns und jetzt geht es dann weiter in die Karpaten von Serbien, die Ausläufer, und dann nach Bulgarien. Ja, schön seid ihr dabei gewesen und ja, wir sehen uns im nächsten Video schon bald wieder. Und bis bald, wie immer, Daumen hoch und tschüss.